Ja, hallo liebe Leute, zur vierten Folge unseres Die Gilde 3 Let's Plays. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad. Ja, da kommen wir ja wieder genau pünktlich. Es geht gerade so weiter, wie es in der dritten Folge aufgehört hat. Wir sind ja in der letzten Folge tatsächlich noch Bürger geworden. Hier. Hat uns einen Haufen Geld gekostet. Ich glaube 4000 Taler und 250 Einfluss. Deswegen haben wir jetzt auch fast nichts mehr. Aber dadurch haben wir ohne Ende Zeug freigeschalten. Wir können uns jetzt zum Beispiel ein Haus bauen. Ich bin mir jetzt noch nicht sicher, 3000 Taler sind ein Haufen Geld. Bin mir noch nicht sicher, ob ich jetzt schon in die Stadt ziehen möchte. Ich meine, das sind 3000 Taler. Ich weiß nicht, wir wohnen auch in unserer Hütte ganz gut. Wo ist unsere Hütte eigentlich? Wo bin ich gerade? Oh Gott, muss ich wieder zurechtfinden. Ah, das geht doch so viel schneller. Hier. Wir wohnen ja in unserer Hütte hier eigentlich auch noch ganz gut. Ich weiß nicht, warum ich jetzt noch in die Stadt ziehen sollte. Vielleicht können wir das Geld auch erstmal anderweitig verwenden. Die Idee ist nämlich tatsächlich, wir haben ja hier drüben angefangen als Kräuterkundler. Und hier können wir als Bürger jetzt entweder in den Apotheker gehen. Der aber, wenn ich das richtig sehe, mit Wilddornrose, Fledermausblut und so ein Gedöns ähnliche Sachen macht. Habe ich das nicht schon mal irgendwo gesehen? Hier, Fledermausblut, der Bader macht das auch, ne? Und Jasmin und so. Weiß ich nicht. Das überschneidet sich für mich zu sehr. Ich würde tatsächlich gerne hier beim Bader weitergehen, in die Medizin. Dann können wir eine Heilerstube bauen. Da können wir dann auch wieder verletzte und kranke Patienten behandeln und dann so Sachen herstellen wie Verbände, Fiebersäfte und Flohmittel, was komplett anders ist wie das in der Kräuterhütte, wo wir Tees machen. Und dann bauen wir die Heilerstube irgendwo in die Stadt und hoffen auf ein Angestellter hat einen neuen Beruf. Auf viele Kunden. Wer ist jetzt aufgestiegen? Die Fuhrmarkt. Oh Gott, die ist ja dumm wie Brot. Die müssen wir schlauer machen, dann erzielt sie am Markt bessere Preise. Das heißt, wir haben jetzt 3100 Gold. Wir schalten jetzt die Medizin einmal frei. Wir sparen uns das mit dem Haus erstmal. Zack. So. Und jetzt können wir doch... Wir haben auch noch einen Gebäudeslot frei, glaube ich. Ja. So, was kostet die Heilstube? 2000 Taler. Da müssen wir noch mal ein bisschen warten. Wir gucken derweil mal überall in die Produktion, ob es noch läuft. Wir hatten ja das Problem, dass das Lager manchmal voll ist, weil die Leute einfach zu viel kaufen. Zu viel produzieren. Also viel mehr, als ich eingestellt habe. Weil sie es halt stellenweise parallel machen und die Fuhrleute das nicht wegbringen. Obwohl wir eingestellt haben, Mindestbestand 40 und den Rest verkaufen. Jetzt will ich mal was anderes probieren, ob es dann funktioniert. Wir müssen mal gucken, jetzt speziell bei den Brombeeren, weil wir da 60 haben. Ich habe einen Mindestbestand von 40 eingestellt, weil wir 40 für die Kräutermischungen brauchen. Und sonst brauchen wir aber nichts mehr an Brombeeren. Jetzt stellen wir den Maximalbestand auch mal auf 40. Und siehe da, plötzlich lädt die Magdalena 20 Brombeeren ein und fährt los. Also offensichtlich muss man sie wirklich dazu zwingen, das so zu machen. Und das werde ich jetzt schnell mal bei allen Sachen einstellen. Weil das räumt uns das Lager ein bisschen leerer. Ne? Wir brauchen 30 Steinlilien jederzeit. Dann wollen wir auch nur maximal 30 haben. Der Rest kommt weg. Beim Lavendel ist es so, da produzieren wir 20. Was ich nicht verstehe. Wir brauchen 40 Kräutermischungen. Und dafür brauchen wir Lavendel. Dann brauchen wir doch auch 40 Lavendel. Den habe ich wahrscheinlich schon runtergedreht, weil viel zu viel produziert wird. Jetzt drehen wir ihn mal hoch. Und sonst brauchen wir den nirgends. Nein, und den Rest verkaufen wir auch wieder. 40, 40. Der Rest kommt weg. So, und dann haben wir dieses Pflanzengedöns hoffentlich mal im Griff. Und dann gucken wir, ob es damit besser wird. Das würde ich auch gerne an meiner anderen Kräuterhütte tun. Na, da komme ich von hier am schnellsten hin wahrscheinlich. Wir haben die Kräuterbude und wir haben die Kräuterhexe. Da machen wir das auch. Oh, hier können wir sowieso mal die Produktion aufbohren. Hier werden noch keine Dolche gemacht und noch keine Verbände. Entsetzlich. Das ist niemandem aufgefallen. Das müssen wir jetzt auch gleich größer machen.
Das heißt, wir brauchen erstmal die doppelte Menge an Brombeeren und Lavendel und Kräutermischungen. Und dann brauchen wir 20 Flachs. Dafür brauchen wir 20 Steinlilien, 20 Flachs und dann können wir auch 20 mag euch. Bände machen. Jemand mag uns, wir gucken gleich. Und dann machen wir hier auch noch Dolche, würde ich sagen. Für den Dolch brauchen wir nochmal 10 Flachs mehr, hätte ich auch gleich machen können. Also 30 Lilien, 30 Flachs und dann noch 10 Dolche. So. Und dann machen wir das im Lager jetzt hier genauso. Kräutermischung 40, Lavendel 40, maximal 40. Brombeer 40, maximal 40. Bei der Steinlilie sind es 30. Dolche bitte kein Mindestbestand, um Gottes Willen, nur das, was wir brauchen. So. Perfekt. Gefällt mir gut. Dann haben wir das erstmal soweit. Jetzt haben wir auch die Zeit. Oh, ich wollte gerade sagen, wir haben fast 2000 Gold und dann sind 500 irgendwo verschwunden. Weil vermutlich der Kollege hier Dolche gekauft hat. Tragisch. Okay, brauchen wir noch ein bisschen Geld. Wie sieht es hier pflanzentechnisch aus? Ich glaube, hier können wir das genauso machen. Weil wenn wir Pflanzen verkaufen, das gibt halt auch schon mal Geld. So, jetzt lass mich nochmal kurz gucken. Wir brauchen hierfür 2 Wilddornrosen, hier eine. Ja genau. 20, 40 ist gut. Und hier von 20, da haben wir auch schon viel zu viel im Lager, ne? So. Und dann wird der Rest hier verkauft. Wunderbar, der fährt auch schon los, geht 38 Rosen verkaufen, das gibt auch Geld. Und dann reicht's vielleicht. Um unsere Heilstube zu bauen. Wir gucken derweil mal, wo wir die hinbauen. Wir können die nämlich jetzt in die Stadt bauen. Mal gucken. Mal alles rausnehmen hier. So, und was ist jetzt die Heilstube hier? Das ist halt auch immer echt schwer zu sehen. Alchemistenwerkstatt, Prediger, Tischler, Kräuterhütte, Weberei, Spelunke. Oh je, wo ist denn die... Da ist die Heilstube. Also hier ist eine... Ein Angestellter ist betrunken. Was? Ein Angestellter ist betrunken? Dann bauen wir hier wahrscheinlich in das gelbe Gebiet, würde ich sagen. Da gibt es keine. Wer ist denn jetzt betrunken? Georg, beschäftigt in Kräuterhütte, ist sturzbetrunken. Was? Wo ist der Georg? Nee, falsche Kräuterhütte. Hier ist der Georg. Fahnenbräu-Pilzner ist berauscht. Ich hoffe, er fällt nicht hin mit den Dolchen, ne? Oder er macht jetzt keine Dummheiten. Das ist natürlich der Richtige, der jetzt besoffen ist. So, jetzt haben wir Geld. Endet mit einem Waffenstillstand. Wir wollten ins gelbe Viertel. Hier hin. Oh, das ist schon ziemlich zugepflastert. Jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwo unsere Heilerstube reinkriegen. So, das ist jetzt Moppis ja, was ist denn das jetzt? Eine Heilstube? Ist das ein Krankenhaus? Sondern so ein bisschen, oder? Das ist Moppis Lazarett. So. Oh, das ist aber riesig, das Teil. Und es hat hier natürlich nirgends Platz dafür. Okay, so viel. Wir können es hier außen hinbauen. Außerhalb der Stadttore. Wollen wir das? Ist das dann noch gelbes Viertel? Moment. Wo sind wir denn hier? Das ist schon noch... Hä, wo setzt ihr mir denn die Kamera hin? Wir sind doch hier unten. Oder nicht? Ah nein! Ich hab die... Jetzt passt. So, ja, das passt noch. Dann muss es hier hin. Das ist gelb, ne? Jetzt gucken wir nämlich genau auf das Gelbe drauf hier. Ja, perfekt. Kurze Orientierungsschwierigkeiten. Jetzt muss ich nochmal neu. Moppis Lazarett. So, wo ist Platz dafür? Hier oben. Ja, perfekt. Ich denke, das ist wunderbar. Zack! Schön hier in die Ecke.
Das gefällt mir sehr gut. Und dann werden wir nämlich eines machen. Da wir jetzt Bürger sind, ist es, glaube ich, nicht mehr, geziemt es sich nicht mehr, ja, dass mein Dynastieoberhaupt und seine Frau irgendwo auf dem Land in der Kräuterhütte sitzen. Wir werden die hier arbeiten lassen und werden außen ein paar Arbeiter einstellen. Ich kann gerade nicht. Denke, das ist am sinnvollsten. Ab in die Stadt mit denen. Wir gucken gerade mal. Moppy macht noch einen Verband. Vera macht noch einen Verband. Die könnt ihr mal noch fertig machen. Bis die Hütte gebaut ist und dann geht's da rein. Und dann gucken wir mal, was wir in der Hütte so herstellen können. Mann, das dauert aber. Moment, warum ist das denn pausiert? Das Arbeit geht schnell. Wieder ja. Aufnehmen. Warum arbeiten die denn nicht? Haben die mich schon gehört? Oder haben die Arbeit schon niedergelegt? Ich kann hier gerade so, Vera wird entlassen. So. Dafür stellen wir einen normalen Arbeiter ein. Der jetzt leider nur Stufe 1 ist. Oh, da haben wir einen guten erwischt. Der ist mit Stufe 1 schon auf 103%. 7 Klugheit. Ja, Traum. So, ein Moppy ist auch fertig. Wird auch entlassen. Wird noch ein Arbeiter eingestellt. Haben wir da auch einen guten erwischt? 100%. Naja, immerhin noch ein bisschen. Gut. Und ihr beiden? Was ist? Jetzt werde ich mich noch kurz... Nee, darauf hat sie wie immer keine Lust. So, und jetzt müssen wir zu unserem Heilhaus. Alles noch nicht fertig, ne? Das ist noch nicht... Die Gilde der Kaufleute gibt etwas bekannt. Das ist noch nicht fertig, aber gleich. Ein neues Gebäude wurde errichtet. Perfekt. Arbeiter einstellen aus der Familie. Vera, Attacke. Moppy, Attacke. Ihr arbeitet hier. So, was können wir hier denn machen? Einen Verband. Benötigt ein Tuch, zwei Wolle, ein Traum. Haben wir nichts davon. Müssen wir alles kaufen. Oh Gott. Da müssen wir mal Preise vergleichen. Ob sich das überhaupt lohnt oder ob ich jetzt Käse gemacht habe. Ein Tuch, zwei Wolle. Wir gucken mal auf den Markt. Wo ist der nächste? Hier. Tuch. Wird verkauft für 44. Brauche ich eins. Und Wolle wird verkauft für 20, brauche ich 2, sind 40, wären 84. Und was kriege ich für den Verband? Für den Verband kriege ich 81, aber es werden immer 2 hergestellt. Das heißt 160, das heißt, das lohnt sich schon mal. Wir brauchen einen Fuhrknecht, der die Sachen einkauft natürlich. Das heißt, wir stellen auf jeden Fall mal... Wir fangen mal mit 10 an, wir haben nicht so viel Geld aktuell. So. Nein! Der Fuhrknecht ist im Feierabend, es ist 22 Uhr. Ja, wie tragisch. Dann gucken wir derweil die anderen Sachen an. Der Fiebersaft benötigt eine Pflanzenessenz, ein Honig und eine Sumpfwurzel. Moment. Moment. Sumpfwurzel? Die stellen wir doch selber her. Wo eigentlich? Ich finde mich allmählich wirklich nicht mehr zurecht, ne? Wo ist denn jetzt meine... Ist schlimm, es ist eine Katastrophe. Wir müssen hier rüber gehen. Wo ist meine Kräuterbude? Wie komme ich denn da jetzt hin? So. Wo sind wir denn da eigentlich? Genau, hier draußen im Grün. So, und das ist auch gar nicht so weit. Bis hier hoch. Da können wir doch Sumpfwurzeln sammeln. Machen wir nämlich noch gar nicht. Das ist eine gute Idee. Pass mal auf. Sumpfwurzeln werden nicht verkauft. Auf gar keinen Fall. Auch kein Mindestlagerbestand. Und dann werdet ihr hier mal auf jeden Fall noch 40 Sumpfwurzeln erarbeiten. Und dann müssen wir die da hochtransportieren, ne? Beziehungsweise von oben abholen lassen. Da müssen wir mal gucken. Da brauchen wir dann unsere erste Handelsroute. So, die zwei können jetzt nichts arbeiten, weil keine Rohstoffe da sind, beziehungsweise arbeiten sie jetzt ihren Rest weg. So, das heißt, Sumpfwurzel kaufen wir nicht. Das heißt, wir brauchen noch eine Pflanzenessenz und ein Honig. Da gucken wir mal, was das kostet am Markt. Aber ich gehe schon davon aus, dass du mit den Sachen immer Gewinn machst. Und alles in Ordnung. Denke ich mal. Du kriegst auf jeden Fall für einen Fiebersaft...
ein bisschen mehr wie 90 Taler. Zwei Stück werden hergestellt, also 180. Und kaufen müssen wir dafür eine Pflanzenessenz und einen Honig. Gucken wir mal. Honig ist sehr günstig. Ja, der kostet gar nichts. Und die Pflanzenessenz ist teuer. Also für die müssen wir tatsächlich 113 berappen, aber das lohnt sich trotzdem. Das heißt, da packen wir auch gleich mal 10 rein. So, und interessanter wird es jetzt hier beim Flohmittel. Da wird nämlich nur eins hergestellt. Das ist ein 1:1 Preis. Und dafür brauchen wir auch Sumpfwurzel, die wir nicht kaufen müssen. Eine Tonkanne und einen Weingeist. Was ist denn ein Weingeist? Ein Weingeist? Ein Weingeist kostet uns 54. Und die Tonkanne kostet uns 56, das heißt knappe 110. Das lohnt sich richtig. Das Flohmittel gibt nämlich fast 300, ne? Also, 10 Flohmittel. So. Kann jetzt keiner was herstellen. Und alles in Ordnung. Weil wir nichts haben. Das heißt, ich werde jetzt mal ganz kurz, damit wir bis morgen früh noch irgendwie arbeiten können. Wir verkaufen hier mal ein bisschen was im Verkaufslager. So, wie sieht es eigentlich hier aus? Das müssen wir auch noch einstellen, ne? Bitte keinen Mindestbestand. Keinen Mindestbestand, sonst kaufen die mir zu viel ein. Huch. Ach. Die Markierfunktion ist auch noch ein bisschen. So. Das wird auch nicht gekauft, bitte. Keine Sumpfwurzeln kaufen. Die wollen wir uns bringen lassen. Dafür brauchen wir aber, das machen wir jetzt gleich mal nebenher, noch einen zweiten Fuhrknecht. So. So, jetzt sind wir bald pleite. So, jetzt brauchen wir eine Handelsroute von unserem Kräutergedöns hier unten. Wie heißt der Laden? Von der Kräuterhütte zur Heilerstube. Okay, das kriegen wir hin. Dann nehmen wir jetzt einen. 2 Uhr morgens und alles in Ordnung. Sehr schön. Dann nehmen wir jetzt den Johann und richten hier mal eine Handelsroute ein. Und zwar Kräuter. Welche war es jetzt? Junge, ich glaube, ich habe Alzheimer, ohne Witz. Wir haben es gerade geguckt, ich habe es schon wieder vergessen. Es ist die Kräuterbude. So, nochmal. Johann kriegt eine neue Handelsroute von der Kräuterbude. Dort lädt er ein. 40 Sumpfwurzeln. Ich nehme an, wenn nur 20 da sind, nimmt er nur 20. Ich hoffe, er wartet dann da nicht. Und liefert das an. Wie haben wir es genannt? Lazarett, ne? Ans Lazarett. Und hier lädt er die aus. So. Warnungen, Sumpfwurzeln, die ein- und ausgeladenen Mengen stimmen nicht überein. Ach so, er soll hier, 20 ausladen. So. Und das ist jetzt die, ich nenne sie mal, die, Sumpfwurzelroute. So, perfekt. Speichern. Bestätigen. So, Johann müsste jetzt auf der Sumpfwurzelroute sein. Hoffe ich. Gucken wir mal, wenn es losgeht. So, und genau, jetzt, ich hätte jetzt gesagt, wir schicken Moppy schnell zum Markt, Zutaten kaufen, aber es geht in einer Dreiviertelstunde schon weiter. Dann kann das Clara machen. Ich denke, das passt dann schon. Genau. Sumpfwurzeln, da müssen wir halt jetzt ein bisschen, glaube ich, drauf warten. Oder wir haben ja noch eine zweite Kräuterhütte. Vielleicht machen wir in beiden. Wir gucken mal, wir gehen mal zur Kräuterhexe. Wo sind wir da denn? Oben beim Gelben. Das ist jetzt auch nicht, na gut, das ist jetzt schon ein bisschen längerer Weg, ne? Aber wenn wir dafür schneller an Sumpfwurzeln kommen, können wir hier vielleicht auch noch ein paar herstellen. Warum nicht, ne? Dann werden wir die Route ein bisschen größer machen. Warte mal, Pause. Bevor der jetzt gleich anfängt, will ich nochmal an der Route drehen. Okay, jetzt wird's ja richtig lustig. Die Sumpfwurzelroute. Er geht erst zur Kräuterbude, holt 20, bringt die zum Lazarett, weil mehr kann er nicht tragen.
Und danach geht er... Moment. Eins nach unten, bitte. Und danach geht er zur Kräuterhexe. Hol, ob das funktioniert. Holt 20. Und bringt das auch zurück. Ins Lazarett. 20. Und dann ausladen. Bestätigen. Speichern. Bestätigen. So. Und wir lassen wieder laufen. Und jetzt gucken wir mal, ob das funktioniert. So, den setzen wir jetzt auf die Sumpfwurzelroute. Und dann gucken wir mal, was er macht. Er ist auf dem Weg zu Moppys Kräuterbude. Okay, das funktioniert auf jeden Fall schon mal. Und Clara geht zum Markt und kauft Waren. Das finde ich auch super. Okay. Wo ist, zu welchem Markt geht sie denn? Sie geht direkt hier zum Kurzen. Perfekt. So, jetzt gucken wir doch mal, ob das funktioniert. Ich bin echt nicht sicher. 833 Taler hat sie ausgegeben. Für was? Für Weingeist und Tuch. Oh nein. Jetzt kauft sie die Sachen durcheinander. Wirklich? Da ist echt null Intelligenz dahinter, ja? Damit kann ich überhaupt nichts produzieren, ne? Sie hätte doch Tuch und Wolle kaufen können. Hm. Kannst du keinem erzählen. Kannst du keinem erzählen. Wenn sie jetzt ganz intelligent ist, dann kauft sie als nächstes nämlich Pflanzenessenz und Tonkannen. Dann können wir nämlich immer noch nichts produzieren. Oh Gott. Wirklich? Das gucken wir jetzt an. Wir machen mal ein bisschen schneller. Sie geht zum Markt. Was kauft sie? Ich lach mich schlapp, wenn sie jetzt... Nee, wenigstens Wolle. Also nicht Tonkannen und Pflanzen. Sie hat wenigstens Wolle gekauft. Das heißt, wir können wenigstens Verbände herstellen. Oh Mann. Aber jetzt ist kein Geld mehr da, ne? Oh Gott, ich glaube, wir hätten ein größeres Startkapital gebraucht für dieses Vorhaben. Das bin ich mir jetzt noch nicht sicher, ob das alles so reibungslos funktioniert oder ob wir uns da jetzt nicht ein Ei gelegt haben. Wir müssen vielleicht auch mal die Sumpfwurzeln nach vorne ziehen jetzt, damit da mal welche produziert werden. Da oben auch, in der anderen Kräuterhütte. Wir müssen die Sumpfwurzeln mal nach vorne ziehen, schnell. Damit das produziert wird, sonst dauert das zu lang. Wir müssen gucken, keinen Mindestbestand oder auf gar keinen Fall verkaufen. Das hätten wir jetzt wieder fast vergessen. Wow! Bankrott! Wenn ihr bis 14.12 um 6.05 Uhr... 14.12... Ein Jahr haben wir Zeit, aus dem Minus zu kommen. Um Gottes Willen! Um Gottes Willen! Ich sag ja. Haben wir es jetzt nach 4 Folgen kaputt gemacht mit der Heilstube? Eieiei. Das ist nicht gut, ne? Clara wird jetzt auf jeden Fall mal pausieren. Die geht jetzt nicht mehr einkaufen. Die gibt offensichtlich... Die geht ohne Probleme in den Dispo, ja? Die kennt da gar nichts. Hilfe! Hilfe, Geld! Kann man irgendwo einen Kredit aufnehmen? Oh Gott. Wohin soll's gehen? So, Clara hat den Honig abgeliefert und jetzt wirst du, deine Arbeit mal pausieren, wenn sie es nicht eh macht. Ah, sie bringt Verbände zum Markt. Das lassen wir sie machen. Das gibt nämlich Geld. Oh wei. Oh wei. Ich hoffe sehr, dass das jetzt nicht in die Hose geht. Puh. Weil die Heilerstube hier, die wirft nicht so viel ab, ne? Weil Tuch und Wolle geht uns schon wieder aus. Gut, wir kriegen für die Verbände jetzt ein bisschen Geld. Oh Gott.
Ja, was machen wir denn da jetzt? Ich bin ein bisschen überfragt. Okay, wir sind aus dem Minus raus. Okay, immerhin das. Das ist ja bankrott erstmal abgewendet, je nachdem, was Clara jetzt tut. Wenn sie am Markt ankommt. Aber wir waren doch so... Wir haben doch das... Die Kasse hat doch gesprudelt und geklingelt ohne Ende. Warum ist denn da jetzt so tot? Haben wir irgendwas kaputt gemacht? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, wir müssen einfach jetzt ein bisschen Geduld haben, damit das Geld wiederkommt. Hoffe ich. Wir können derweil mal gucken, wenn ich hier gerade lese, Amtswahl beendet. Wir können uns ja jetzt auch auf Ämter bewerben. Und zwar als Bürger steht uns die ganze untere Reihe hier zur Verfügung. Und da kann man mal gucken. Stadtdiener, nächste Wahl, 1416, das ist noch lange hin. Ratsassistent, 1416. Stadtdiener, 1416, da ist nix. Ratsinformant, 1416, ist das alles 14? Ah, 1414. 1412 ist da die nächste Wahl und wir können uns dieses Jahr bewerben. Bis... Moment. Oh nein, die Bewerbungsfrist ist... Nee, ist noch nicht oben. Wir können uns ab... Ah, heute Mittag ab 15.07 Uhr können wir uns hier bewerben. Auf, was ist das jetzt? Auf den Informanten. Genau, der da ist das. Ja, da könnten wir uns mal bewerben. Und hier drüben, Torwächter. Kann man sich auch bewerben. Da ist auch dieses Jahr... die Bewerbung offen. Für den Torwächter nicht und für den Ratsbüttel auch nicht. Okay, Informant und Torwächter. Und die Bewerbungsfrist endet nachts um 3. Der hat einen neuen Berufsgrad. Nachts um 3. Das heißt, wir müssen uns jetzt merken, nächste Nacht um 3 gucken wir mal, wo es die wenigsten Gegenbewerber hat. Was darf ich für euch tun? Und da bewerben wir uns dann mal. Mal gucken, was da dann passiert. Ne? So, okay, das Geld wird wieder ein bisschen besser. Das freut mich. Wir gucken mal, was unsere Heilstube macht. Wir müssen hier jetzt wirklich gucken. Es kann nichts mehr produziert werden. Die gute Frau bringt jetzt 4 Pflanzenessenzen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, Johann ist auf dem Weg zur Kräuterbude. Moment. Ich bin verwirrt. Die ist doch hier. Das ist doch quasi direkt um die Ecke. Warum geht denn das so lang? Wo ist er denn? Hingehen? Hier. Ich hätte es gesagt, wir geben dem mal ein Pferd, damit das ein bisschen schneller geht. Aber wir haben ja gerade kein Geld. Aber gibt es jetzt Sumpfwurzel? Wir bräuchten dringend Sumpfwurzel. Oh Gott, Leute. Da kommt der Erste mit 20 Sumpfwurzeln zurück. Dummerweise wird er nicht schnell genug sein, oder? Ist Johann früher da? Nee, wir kriegen die ersten Sumpfwurzeln. Das ist perfekt. Vielleicht verdienen wir deswegen im Moment so wenig, weil die jetzt quasi für einen anderen Betrieb arbeiten und nichts Eigenes mehr herstellen. So, lad die mal aus, bitte. Danke. Wer geht noch mehr Sumpfwurzel holen? Moment, der Auftrag ist schon abgearbeitet? Haben die schon 40 gemacht? Ne, hier sind aber auch keine. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Wirklich nicht. Johann hat 20 Sumpfwurzeln. Okay, er kommt zurück mit 20 Sumpfwurzeln. Das ist ja immerhin schon mal was. Das heißt, er hat die jetzt geholt. Nee, das sind noch 20. Okay, er hat die 20 vorherigen geholt. Okay, das gibt dann 40. Das passt. Dann war er dort, bevor die anderen 20 da waren. Muss echt mal gucken, ob diese Route funktioniert. Also ich bin noch nicht sicher. Also der kommt jetzt. Ja, jetzt hat er 20 Sumpfwurzeln gebracht. Und jetzt können wir auch Flohmittel machen tatsächlich. Das gibt dann richtig Geld. Wir sind jetzt auch bei 2100. Na Gott sei Dank. Gott sei Dank. Die gute Clara bringt Verbände weg. Puh. Das gibt auch Geld und kauft dann hoffentlich gleich wieder Tuch und Wolle ein. Ja, perfekt. Und trotz Einkauf sind wir jetzt bei 2600 Gold. Jetzt wird es langsam spannend. Wir haben 10 Tonkannen,
Wir haben 10 Weingeister, das heißt, hier kannst du jetzt so richtig laufen. Das Erweiterungsmenü ist hier aber viel größer. Junge. Das heißt, wir stellen jetzt gleich mal noch einen Mitarbeiter ein. Weil ich glaube, hier wird Geld verdient. Hier wird richtig Geld verdient. So. Bringt jetzt Tuch und Wolle. Damit können wir die nächsten Verbände auch gleich machen. Der Fiebersaft ist auch fertig. Der kann auch verkauft werden. Okay. Es kommt. Es kommt. Das heißt, wir legen gleich noch 5% Produktivität obendrauf. 5% mehr Produktion heißt 5% mehr Gewinn. Simple Rechnung. Wen haben wir denn da angestellt? Ein Medikusgewand. Der hat so einen Pestvogel. So eine Pestmaske hat der. Ist ja grauselig, ey. Okay. So, das passt. Und Johann ist jetzt auf dem Weg zur Kräuterhexe. Das finde ich super. Und in der Kräuterhexe gibt es auch schon 40 Sumpfwurzeln. Die müsst ihr jetzt alle mitnehmen, theoretisch. Wir gucken. Johann kommt, lädt 40 Sumpfwurzeln ein und tigert wieder zurück. Okay, perfekt, das funktioniert. Gut, das gefällt mir. Wo ist denn jetzt meine Hütte hier? Das gefällt mir jetzt sehr gut, soweit. Clara hat wieder ordentlich eingekauft. Honig und Pflanzenessenz. Wir kaufen aber nicht zu viel ein. Wir haben überall auf Null gestellt. Ja, sie kauft dann nur ein, was wir brauchen. 8 Fiebersäfte müssten wir noch herstellen. Dazu fehlen uns noch 2 Pflanzenessenzen und 2 Honig. Ach nee, 8 Stück müssen wir herstellen. 8 Pflanzenessenzen, 8 Honig. Das hat sie genau ausgerechnet, die gute Clara. Und jetzt macht sie Pause, weil wir alles haben. Perfekt. Und es wird Flohmittel hergestellt. Volles Rohr. Und für das gibt's richtig Geld. Da kriegen wir 300 Taler für eins. Wenn wir da 10 Stück herstellen, wie wir es jetzt machen, sind das 3000. Okay. Wir gucken mal ins Kassenbuch, in unserem Lazarett. Wir sehen, aktuell geben wir noch mehr aus beim Handel, als wir einnehmen. Aber das macht nichts, weil das Lager ist jetzt voll mit allem, was wir brauchen. Das heißt, da können wir dann mal gucken, unterm Strich, ob wir dann bei was rauskommen, was sich dann lohnt. So. Und dann ist jetzt die große Frage, wo ist denn meine Hütte, mein Haus? Hier. Bin Vera. Vivi ist 3 Jahre alt. Ich hab nichts gemacht. Moppy ist 9. Ach, der ist ja am Arbeiten, ne? Das ist jetzt, der gute Moppy-Sohn ist 9 Jahre alt und den könnten wir jetzt als Bürger in die Schule schicken. Das würde ich halt voll gerne tun, aber das ist schweineteuer. Das kostet 5000 Taler. Aber ihr seht, was das gibt. Das gibt dem Kind quasi 900 Erfahrungspunkte. Das ist ein Instant-Level-Up. Und außerdem gibt die Schule dann noch random auf irgendein Attribut noch einen extra Wert. Gibt es extra noch einen Punkt dazu, wenn er die Schule beendet. Und es gibt, was noch oben drauf kommt, es gibt 250 Einfluss. Das ist halt auch nicht verkehrt, wenn du dein Kind da in die Schule schickst. Das würde ich halt wirklich gerne tun, aber es ist halt echt teuer. Deswegen weiß ich jetzt noch nicht, ob wir das wirklich machen wollen. Aber das hier jetzt offensichtlich läuft, können wir uns ja mal überlegen, ob wir jetzt mit 3000 Talern entweder ein Haus bauen hier in der Stadt oder... Na komm, das machen wir noch. Damit schließen wir die Folge ab, würde ich sagen. Wir bauen ein Haus. Das finde ich schön. So, 3 Häuser haben wir zur Auswahl. Welches ist denn schick? Das ist mir zu schmal, zu viele Treppen zu steigen. Das ist eigentlich ganz schön. Und das so mit unten, dass unten irgendwie schmaler ist als oben, das sieht irgendwie seltsam aus. Ich nehm dieses schicke Haus hier. So. Das ist ganz klar... Moppys Hütte. Wer Moppy kennt, weiß, was ich meine. So, jetzt gucken wir mal. Einen neuen Berufsgrad erreicht. Bauen wir das hier in die Stadt?
Ja, aber nicht hier in die Baustelle, wenn es geht. Hier hinten ist noch Platz. Guck mal, hier ziehen wir ein. Wunderbar. Traum. In die Stadt. Perfekt. Dann vergeben wir noch einen Wissen Berufspunkt. Das ist ein Kräuterkundler. Den machen wir produktiver. So. Jetzt guck mal, wie viele Sumpfwurzeln wir haben. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich mehr Sumpfwurzeln, als wir brauchen. Wir brauchen hier 10 Stück. Und wir brauchen hier 10 Stück. Das sind 20. Das heißt, alles über 40 Sumpfwurzeln würde ich tatsächlich einfach verkaufen. Gnadenlos. Mindestbestand 40, Maximalbestand 40. Den Rest verkaufen wir. Ein Angestellter hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Das gibt ja auch Geld. Ich denke. Neuer Berufsgrad. Die Kräuterfrau. Machen wir auch produktiver. So, was ist mit meinem Häuschen? Es ist gleich fertig. Ziehen die da dann automatisch ein? Ich glaube schon. Ein neues Gebäude wurde errichtet. Alle eingezogen. Perfekt. Das heißt, jetzt ist die große Frage. Moment mal. Ich kann kein... Ja, okay, das brauchen wir auch nicht. Und jetzt können wir die Hütte... Da wohnt noch jemand. Ich bin schon ganz schön groß. Wieso wohnt denn Moppy so noch Angestellter hier? Hat einen neuen Berufsgrad erreicht. Dann müssen wir das noch schnell machen. Die Baderien machen wir produktiver. Ich weiß, woran es liegt. Können wir gleich auflösen. Die Fuhrmarkt. Oh, die braucht unbedingt Charisma, dass sie billiger einkauft. So, jetzt werden wir noch den guten Moppison, der arbeitet hier, ja. Hallo. Den werden wir entlassen. Die Liste löschen wir. Jetzt wohnt hier auch niemand mehr und jetzt reißen wir die Hütte ab. Oh, da kriegen wir sogar noch 937 Taler dafür. Das nehmen wir doch glatt mit. So, und jetzt wohnen die doch alle hier oben. Ein Angestellter hat einen neuen Beruf. Und ich werde Moppison auch keine neue Arbeitsliste mehr erstellen. Wir sind jetzt bei 3600 Talern. Wir werden ihn in der nächsten Folge, werden wir ihn in die Schule schicken. Und dann machen wir heute zum Abschluss als allerletzte Amtshandlung. Wir bewerben uns. Wie sieht es denn aus? Beim Informant gibt es noch keine Bewerber. Und beim Torwächter gibt es auch noch keine Bewerber. Haben wir irgendwo ein besseres Ansehen? Weil die wählen uns ja. Hier nicht. Oh, falscher Knopf. Und hier auch nicht. So, jetzt ist die Frage, was ist besser? Informant gibt 500 Gold pro Runde und 85 Ansehen und das gibt das Gleiche. Im Prinzip ist es wurscht. Was gefällt uns besser? Ich glaube, wir werden Informant. Nee, da machen wir uns unbeliebt, das sind wir Spionen. Der Torwächter kümmert sich um die Tore der Stadt. Er weiß, wer, wann, wie und wo ein Stadttor passiert hat. Oder er sollte es zumindest wissen. Oh, das ist perfekt für uns. Wir bewerben uns. Ich kann Moppy. Bestätigen. 85 Einfluss kostet die Bewerbung. Das können wir uns mit Ach und Krach leisten. Und damit sind wir Bewerber. Der einzige aktuell. Gucken wir mal. Hier, die Amtswahl findet am 1412 statt um 15.07 Uhr. Das heißt, das gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Beenden diesmal nicht mehr auf der Kräuterhütte, sondern hier an unserem schönen Heilhaus, an unserem neuen. Und dann haben wir die vierte Folge auch geschafft. Ich danke euch fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der fünften wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.